News, Memes, Infos, Urlaubsfotos, Tiervideos. Die Dinge, die im Netz und vor allem in sozialen Netzwerken verbreitet werden, sind vielfältig. Das Ziel ist aber fast immer dasselbe: so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Damit das gelingt, heißt die Devise Aufmerksamkeit generieren. Um also einerseits möglichst viele Views und Likes zu ergattern und andererseits die Sympathie möglichst vieler Menschen zu gewinnen, werden Strategien eingesetzt, die uns manipulieren. Und ein paar dieser Strategien und manipulativer Technologien schauen wir uns jetzt an. Noch nie war es möglich, mit so vielen Menschen gleichzeitig zu kommunizieren, sich rund um den Globus zu vernetzen. Jede und jeder UserIn kann online ihre bzw. seine Meinung äußern und mit ein bisschen Glück ein Millionenpublikum erreichen. Doch dieses ist mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit Teil der eigenen Bubble, der Filterblase. In sozialen Netzwerken finden sich eher Menschen, die gleicher Meinung sind, die dieselben oder ähnliche Einstellungen haben. Das passiert zum Teil ganz bewusst, aber auch automatisch, etwa durch Algorithmen. Teilt man also zum Beispiel, dass man die Partei XY super findet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Personen, mit denen man auf Social Media vernetzt ist, das auch so sehen. Die Zustimmung ist groß, nur wenige widersprechen. Die eigene Meinung wird dadurch verstärkt. Man befindet sich also in einer Art Echokammer, die ein verzerrtes Realitätsbild fördert. Neue Studien legen nahe, dass Filterblasen und Echokammern nicht so stark verbreitet sind wie bisher angenommen. Und Algorithmen führen unter Umständen sogar zu einem diverseren Medienkonsum. Soziale Medien können aber auch im politischen Wahlkampf eine immer wichtigere Rolle spielen. PolitikerInnen und Parteien versuchen mit unterschiedlichen Strategien WählerInnen zu erreichen und ihre Botschaft gezielt zu verbreiten. Eine davon ist das sogenannte politische Microtargeting. Mithilfe von UserInnen-Informationen können soziale Netzwerke wie beispielsweise Facebook Profile erstellen. Programme analysieren also anhand der Aktivität einer Person, was sie mag, was ihre Hobbys sind, was sie interessiert und eben auch, wen sie wählen könnte. Diese Daten werden für maßgeschneiderte Parteiwerbungen genutzt, die Meinungen und Entscheidungen der UserInnen beeinflussen können. Zwei Beispiele. Donald Trump setzte Microtargeting zum Beispiel im Präsidentschaftswahlkampf 2016 ein, um gezielt Stimmung zu machen. Unter anderem, um demokratische WählerInnen davon abzuhalten, ihre Stimme überhaupt abzugeben. Und auch im Vorfeld der Abstimmung zum Brexit wurde Microtargeting eingesetzt. Ob allerdings gezielte, individuelle Wahlwerbung die Wahlergebnisse entscheidend beeinflusst hat, ist umstritten. Da geht aber noch mehr. Im Netz sind auch sogenannte Trolle unterwegs. Das sind Personen, die sich auf ein bestimmtes Thema oder eine Person stürzen, um absichtlich zu provozieren. Es werden also absichtlich provokative und aufrührerische Inhalte gepostet, mit dem Ziel, andere UserInnen verstummen zu lassen, emotionale Reaktionen zu erlangen oder Diskurse zu stören. Ziel ist es, zu stören. In manchen Fällen können es tausende Trolle sein. Dann spricht man von sogenannten Trollarmeen oder Trollfabriken. Und die verfolgen ein Ziel, nämlich den Diskurs zu stören und die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Thema zu lenken. Das kann dazu führen, dass genau dieses Thema im Endeffekt größer erscheint, als es ist. Oft kann es allerdings sein, dass hinter diesen Profilen gar keine echten Personen stehen. Dann spricht man von einem Social Bot. Dabei handelt es sich um Software-Roboter, die online menschliches Verhalten nachahmen. Ihre Likes, Shares und Postings sind computergeneriert und folgen einer bestimmten Agenda. Sie können auf sozialen Netzwerken in direkten Austausch mit menschlichen UserInnen treten. Tausende Fake-Profile können den Diskurs stören und lenken. Vor allem im rechten Spektrum ist diese Form der Diskursmanipulation anzutreffen. Oft ist das Ziel, neue Trends auf sozialen Netzwerken auszulösen und so die eigene Agenda an die breite Öffentlichkeit zu bringen. All das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Meinungen, auf die WählerInnen und im weitesten Sinne auf die Demokratie. Wir sind als UserInnen täglich unterschiedlichen Manipulationsstrategien und manipulativen Technologien ausgesetzt. Bots, Trolle, gezielte Werbungen und die Existenz von Echokammern können die Meinungsbildung und damit auch Wahlentscheidungen beeinflussen. Das wird sich in Zukunft wohl noch verstärken. Und aus diesem Grund ist es hilfreich, Bescheid zu wissen.